Komm rein, riecht nur ein bisschen. Marshall, wie läuft das Geschäft? Läuft. Du und Johnny, ihr kümmert euch um Aldridge? Er ist tot, wenn du das meinst. Den Arsch sollte man bei lebendigem Leib häuten. Ich bin ja sehr nachsichtig, aber niemand entehrt die Flagge der USA. Na jedenfalls, hättest du Lust, in die aufstrebende Kopfgeldjagdbranche einzusteigen? Was? Kautionsflüchtige einsammeln? Kautionsbetrüger, Beknackte, Arschlöcher, die ganze Palette. Nur lebendig müssen sie sein. Du kriegst sogar meine alte Freundin, die B-128. Kompakte Pistole für Betäubungspfeile. Und dann bringe ich sie hierher, ja? Der Kofferraum bietet sich da an. Man will sich ja nicht die Sitzpolster ruinieren. Dein erstes Ziel ist Ray Duplass. Wurde mit baumelndem Lümmel auf offener Straße erwischt. Sympathischer Vogel. Der Junge ist bloß etwas verwirrt. Er sieht das als politisches Statement gegen den Krieg. Das hat ihm eine Tracht Prügel von den Jungs im Polizeirevier eingebracht. Viele von denen haben gedient oder haben Söhne beim Militär. Die nehmen sowas persönlich. Ray wird per Haftbefehl gesucht. Also werden die Cops nicht gerade freundlich zu ihm sein. Bingo. Ray hat ein paar der Kriegsgegner im French Ward, South Downs und der Innenstadt zugewunken. Mit seinem Schwanz. Na gut. Ich gehe zu einer dieser Versammlungen und schnapp ihn mir, bevor es die Bullen tun. Duplass ist schlüpfrig, wortwörtlich. Hyperhydrose, er schwitzt dauernd. Ich bin im Bar, Junge. Bin dabei, Junge. Ich lass ihn schon mal warm laufen. Das war, nachdem sie die Nacht auf dem Betonboden machen musste. Ich habe gesagt, wenn sie ihn nochmal zu Gesicht bekommen, würden sie sie wegen Unzulänglichkeit als Bullenwichser. Brauchst du irgendwas? Sag mir mal, was du hast. Ich weiß, was du schätzt. Und fuchtel mit der Pfeilpistole nicht in der Öffentlichkeit rum. Ja, ich würde sagen, jeder Kopf würde sie für eine echte halten. Bingo Bongo. To say a fool and his money are soon parted. You don't get too far in this world spending your money. Ich bin da. Keine Spur von Duplass. Noch. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er sich zeigt. Ganz genau. Woo! Die Wahrheit an die Wand. Ja, oder? Ganz genau. Ich hab Duplass. Ist er nackt? Größtenteils. Gut, dann hat dein Pfeil schon mal freie Bahn. Bleib mal frei. Ray, komm zurück, bevor dir was passiert! Ich muss hier schnell her! Warum passiert das? Oh, bereit.
Person zu Fuß gesichtet. Untersuchung aufgenommen. Ich hätte dir wohl doch Handschuhe mitgeben sollen. Ich habe gesehen, du hast Ray weggeschafft. Geht's ihm gut? Mann, Ray muss vor Gericht. Aber ich werde bei jedem Verhandlungstermin für ihn da sein. Kriegst du jetzt etwa Gefühle? Die Zeit klopft alle weich. Auf dich wartet als nächstes ein Betrüger namens Kurt Mancini. Ist mit seiner windigen Ölbohrfirma im Fadenkreuz der Dixie-Mafia gelandet. Der arme Kurt. Vergieß wegen dem Arsch keine Tränen. Der hat sich auf arme alte Witwen spezialisiert. Überlass ihn einfach den Cops. Oh, könnte ich. Aber womit würde ich dann mein Geld verdienen? Soweit ich weiß, haust er in so einem Drecksloch. Da schaue ich zuerst nach. Mancini ist ein Betrüger und ein Wichser. Versuch ihn bitte nicht gleich umzubringen. Ich bin im Bayou und brauch was zum Fahren. Ei, ich bring ihn dir sofort rüber. Meine Familie hat schon immer beim Mardi Gras gemacht. Als dein großer Häuptling. Ich bin nur ein einfacher Indianer. Hier ist dein Wagen, Boss. Ich weiß das zu schätzen. Hey Marshall, ich bin bei Kurt. Aber jemand war schneller. Noch nicht. Wenn der Kerl wirklich so schlüpfrig ist, ist er hoffentlich auch den Dixies einen Schritt voraus. Ich sehe mich mal um. Vielleicht finde ich seine Spur. Hey, Marshall. Ist Kurt eigentlich solo? Zu dürr. Ich brauch was zum Anpacken. Ich hab den Mietvertrag im French Ward. Läuft auf eine Terra Unger. Ich wette, unsere Dixie-Freunde waren da schneller. Könnte nicht schaden, da zu warten. Vielleicht taucht er auf.
Kurt, ich hoffe, das war die letzte Station, Kumpel. Ich schwöre, es ist hier. Ich bin nur etwas verwirrt. Dann solltest du dich schnell entwirren. Sonst ist hier Endstation für dich, falls du verstehst. Ja, natürlich. Es ist hier. Hey, Kurt ist abgehauen. Dann solltest du ihn finden und betäuben. Jetzt komm ich. Das Kerl ist hier. Beweg da. Marsha, ich hab Mancini. Schläft wie ein Baby. Dann pack das Häufchen Elend mal ein und schaff es her. Ausgezeichnet, Mr. Clay. Ich will nicht sterben. An alle verfügbaren Einheiten. Verdächtige Person zu Fuß gesichtet. Officer hat Verfolgung aufgenommen. Komm rein, ich hab noch mehr Arbeit für dich. Wie macht sich Mancini denn so? Der Scheißkerl wollte mir einen narrensicheren Weg verraten, wie ich von zu Hause aus Geld nebenbei verdienen kann. Hab ihm kurz mal den Viehtreiber vorgestellt und das war's. Auf jeden Fall habe ich dann noch einen für dich. Brian Patrick O'Malley. Kommt mir bekannt vor. Irischer Gangster, alte Schule aus Baton Rouge. Musste türmen, als ihm das FBI auf die Pelle rückte. Man munkelt, O'Malley wolle sich hier in New Bordeaux die Taschen füllen und dann nach Mexiko abhauen. Das Letzte, was ich brauche, sind noch mehr angepisste Iren, die um diese Stadt kämpfen. Das dachte ich mir auch. Ich habe gehört, O'Malley soll sich wohl im Bayou verkrochen haben. Fang ihn ab, bevor er seinen Plan umsetzt. Ich schätze, du brauchst ihn lebend, wie die anderen. Leichen bringen kein Geld. Außerdem hat er 4 Brüder. Alle dick im Geschäft, oben in Baton Rouge. Du brauchst nicht noch mehr Feinde, würde ich sagen. Betäubungspfeile also. O'Malley hat Schläger bei sich. Pass auf dich auf. Thank you.
Wenn wir diese Stadt gründlich plündern wollen, brauchen wir Schlafverstand. Deine Zeit für wer, was und warum? Gehen Sie hinten raus. Ich hab die Nerven. Bau keine Scheiße. Bitte entschuldigt mich. Ich muss ein Wörtchen mit dem Besitzer dieses Etablissements wechseln. Richtet euch ruhig auf ein Gemetzel ein. Wachsemann hat schon wieder eingeholt. Geh um ihn rum. Seht uns. Hast sie umgebracht. Ich kann meine verschissenen Gedärme sehen. Versuche ihn zu... Ich habe O'Malley. Sehr gut. Und jetzt verschwinde da. Ich will nicht sterben. Nicht hier. Du erledigst die Dinge. Danke, dass du O'Malley geschnappt hast. Nachdem die Behörden ihn geschnappt haben, dürfte er für seine Brüder nicht mehr von Nutzen sein. Wahrscheinlich schmieden die schon gewisse Pläne. Das ist ziemlich eiskalt, Marshall. Ist für mich alles eine Frage der Schadensbegrenzung. Lässt man einen Arsch wie O'Malley Nubadom brauchen? Oder sollen sich lieber seine Brüder im Knast um ihn kümmern? Wir beide wissen, wie das läuft. Gesprochen wie ein wahrer Nigger. Was soll ich sagen? Man muss halt kleine Scheißsachen machen, um die richtig großen Scheißsachen zu verhindern. Und Leichen verscharren wir unterwegs. Hey, wenn ich eine Gardinenpredigt will, rufe ich meine Mutter an. Du hast das Richtige getan. Dieser Duplass. Ich habe mit einem Kumpel bei der Staatsanwaltschaft geredet. Er kommt frei und lässt den Hosenstall jetzt zu. Es geschehen doch immer wieder Wunder. Ja, kleine Wunder. Danke für deine Hilfe, Lincoln. Wir sehen uns, Marshall. Du hast dir die drei eingefangen wie eine Sommergrippe. Gute Arbeit, meine ich damit. Ganz im Ernst, ich bin sehr froh, dass du den Iren überlebt hast. Wo ist nur mein Viehtreiber?